Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der schwarze Baum. Ja, wie immer schauen wir uns als erstes weiter um, denn da haben wir auch zuletzt aufgehört. Wir haben hier diesen Minotauren noch gefangen und haben dem hier, glaube ich, zuletzt ein Stück Brot gegeben. Dafür haben wir die Halskette bekommen. Die schauen wir uns mal an. Können wir da jetzt? Nee, können wir nicht. Da fehlt uns das. Da fehlt uns doch dasselbe Symbol dann wie bei der Kette. Das ist doch auch irgendwie... Ach, das soll ich lösen und das ist dann das Stück. Ich wollte gerade sagen, doppelt gemoppelt wäre ja doof. So, dann lösen wir das mal. Und dann haben wir das Stück und damit können wir dann jetzt die Tasche nämlich öffnen. Das ist doch mal cool. Ich finde das immer toll, wenn man langsam in die Richtung bei Wimmelbildspielen geht, die unteren Dinge miteinander kombinieren zu können. Das ist so Point-and-Click-artig dann, das will ich sowieso immer tun, aber war bisher nicht so. Aber es geht so langsam in die Richtung. So, tippe auf die Runen, um die einzelnen Elemente des Minotauren zu bewegen. Bringe so alle 7 Einzelteile in die richtige Position. Ja, wie denn so? Ist es dann nicht gleich schon? So. Was muss ich jetzt hier noch machen? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber es ist irgendwie noch nicht richtig. Ne, das ist eigentlich alles so in einer Linie, aber vielleicht irre ich mich auch. Ach, sind die Füße irgendwie so O-Beinmäßig oder wie? Das wird doch aber komisch aussehen. Nee, genau, die müssen hier so mehr runter. Ah. Wie mache ich das mit dem linken Bein? Moment, das muss ich gleich nochmal rauskriegen. Ich mache mal erstmal das. So, das ist jetzt direkt untereinander. Was ist jetzt das andere Bein? Ach, das linke Bein bleibt so und ich muss das obere eher anpassen. Nee, doch. Das linke Bein konnte man doch verschieben. War aber ein bisschen komplizierter von der Reihenfolge. Was haben wir hier? Irgendeine Fiole? Säure. Oha, okay. Ach so, ja, ich kann ja nicht, wenn der hier noch da ist und so. Aber mit der Säure kann ich 100% das Schloss aufmachen. Hier dieses... Genau. Oder den Koffer oder was das war. Zänglein an der Wahl, du hast dir die Schutzschild und die Schwertplakette für Longhorns Käfig gesichert. Okay. Gut. Und er pennt ja und kriegt nichts mit. Was nun? So that's the memory scroll. Now we'll get to the bottom of this. So that's the... Ja... My name is Longhorn. I was a healer, curing all those who would come to my door. Ach so, ich muss hier weiterklicken. 0 von 4 für eine Zaubertrankpaare. Also das und das. Okay, so eine große, schöne Flasche mit der. Passt doch zusammen, ne? Dieses komische, diese Vase hier oder was das ist. Wo ist hier die andere Vase? Da. 3 von 4, die bestimmt auch noch. Ja. Und ich habe auch Schnalle. One day, a strange drought ravaged the crops, and our kingdom began its slow decay. Okay, finde 8 Blumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nur noch eine. 8. I was summoned with other experts to follow the great river to the source of the drought. The river cuts through both our kingdoms. At your nation's border, we were denied entry. We retreated away from the border. Using a spyglass, we saw what lay beyond the sentries. Finde 9 Wolken. 1, 2, 3, 4, 5,
Wolken, 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 Wolken. 6, 7. Nicht so einfach, die Wolken, finde ich. 8. Ach, eine noch. Oh, habe ich mich verzählt? Wolken? Ich suche immer nach sowas Kringeligem, weil die so gekringelt sind, die Wolken. So wie früher, wenn man die als Kind gemalt hat, so einfach so Kringel. Wolken. Wo ist denn jetzt die letzte Wolke? Bestimmt irgendwo hier. Oder auch nicht. Huch, nein! Gib mir mal einen Tipp, wo die Wolke. Ach, da, direkt vor meiner Nase. And what we saw shocked us to the bone. For we saw a knight directing the creation of a building over the river. And the shield of the knight was of human royalty. Humans have been starving us. Finde 9 Schutzschilder. Ich finde das interessant, dass wir jetzt die Geschichte nur weiterkriegen, wenn wir hier die Sachen immer lösen. Das ist auch witzig, das hatten wir auch noch nicht. What you say are lies. Why should we believe you and your Minotaur tricks? The shield bears my seal, but I've never seen a building like that in my life. Shouldn't you, as prince, investigate this imposter? Free me, and I will lead you to the building. We can solve this mystery before the war escalates further. The prince refuses to listen to me, but you seem wise beyond your years. Help me, before both our nations are plunged into chaos. Okay, Aufgabe erfüllt. Öffne die Medontaurentasche und gib Longhorn die bla bla. Befreie Longhorn und hilf ihm bei der Flucht. Das ist unsere neue Aufgabe. Machen wir. So. Thank you for trusting me. We need a diversion. Don't worry, no one shall be hurt. Oh, jetzt ist der Cedric bestimmt voll sauer auf uns. Befreie Longhorn. Ja, ja, hatten wir gerade gemacht, genau. Und nun? Untersuche den Staudamm. Selbst wenn Longhorn ein Heiler ist, kann er ohne Hilfe nicht viel ausrichten. Sein Arm, tiefe Schnitte und überall hat er Schrammen. Vielleicht können wir dem ja auch noch irgendwie helfen. Sicherlich. Den Stoff der Flagge könnte ich gebrauchen. Okay. Finde alle Einzelteile, aus denen sich der als Umriss dargestellte Gegenstand zusammensetzt. Okay. So. Mal eben wieder zusammengebastelt, einfach so ohne Klebe. Verletzt, aber nur leicht. Longhorn soll sich um ihn kümmern. Mondlaterne. Ach so, ich kann jetzt hier überall diesen Stoff mir abnehmen. Okay, machen wir das mal. Bestimmt macht sie daraus einen Verband oder so. Thank you, human. Strange though your help is. We found this dam and destroyed it. But the water hasn't been restored. I admit, we fought human soldiers, but they refused to parley. Ja, und schon ist die ganze Sache andersrum hier. I found something that might be of use. Take it and investigate that dam. There is more to this than meets the eye. Okay, was ist denn das jetzt? Was kriege ich? Wie kleine Hände die haben, voll die protzigen Viecher und dann so eine kleine süße Hand. Ein Sonnenstein. Okay, dann gehen wir mal da oben hin. Wo sind wir jetzt hier? Ach, wieder so ein Augending. Nur bewusstlos, zum Glück. Ah, leider kenne ich die richtige Kombination nicht. Bestimmt kriegen wir die noch raus. Was haben wir hier? Die Laterne braucht eine Lichtquelle. Vielleicht diesen Sonnenstein. Ich habe den Sonnenstein in die Laterne gelegt, aber sie hängt zu tief. Eine Vorrichtung für einen Schalthebel. Hier fehlt ein Hebel. Okay. Ein Laternenpfahl. Dann hängen wir da mal die Mondlaterne an. Ist die denn jetzt irgendwie tiefer, höher?
Nee. Hier ist der Hebel, den können wir da ja schon mal reinsetzen. Den hatten wir ja schon. Ah. Ach, wie cool. So, was haben wir hier zu tun? Betätige die weißen und die braunen Knöpfe, um die Mosaiktaler richtig zu platzieren und in Position zu drehen. Ach, selbst wenn ich manchmal das lese, muss ich das erstmal ausprobieren, was die eigentlich von mir wollen. Okay, ich sehe schon. So, wenn ich die einfach nur drehen muss, wäre schön, aber so einfach wird es nicht sein, oder? Doch, so einfach wird es sein. Oh Gott, da bin ich ja beruhigt. Ich hasse diese Drehrätsel, wie ihr wisst. Die, nicht so. Die man untereinander auch noch dann immer austauschen muss. Es braucht immer so lange, finde ich. Hä? Wie soll denn das aussehen? Ich glaube, das soll noch einen weiter. Kann das sein? So nämlich. Haben wir gleich. Also bisher war es Gott sei Dank noch nicht so schwer, aber es ist am Anfang oft bei Awakening so gewesen, dass sich das so ein bisschen steigert von den Rätseln, je mehr man oder je weiter man halt kommt. So. Ach, das war's schon. Gut. Ich hätte den jetzt aus Versehen schon wieder noch weiter gedreht. Wir gucken uns mal den Beutel hier an. Bevor ich das vergesse, und haben jetzt auch ein paar Nägel. Gut, wir gehen mal weiter. I finally caught up to you. What's going on here? Ah, Cedric. We Minotaurs were telling the truth. Have you come to silence us? Me? Behind this? Never. I have never seen those soldiers in my life. I'm being framed. I'll find out who's doing this. Wie war's jetzt? Ach, auf einmal will er das jetzt auch rauskriegen, oder was? Na egal. Was in die runde Vertiefung wohl hineingehört? Ich weiß es nicht. It's a perfect replica of my shield. Hm. Den Code brauchen wir doch für da hinten. Er will auf eigene Faust nachforschen, was Sache ist. Ein großer magischer Kristall, seine Zauberkräfte sind offensichtlich deaktiviert. Gehen wir mal nach hinten und aktivieren das Ganze. Das sollen wir hier bestimmt machen. Genau, so, und jetzt soll hier oben irgendwie eine 5 hin, was weiß ich was. So, hier soll ein Kreis hin, da ein Mond, oh, zu weit, den Mond nochmal und hier unten sowas, naja, kommt bestimmt eh gleich. Jetzt haben wir hier so einen Siegelring, Was können wir denn mit dem Siegelring mal machen? Ach, der gehört hier bestimmt rein. Ja, das geht ja noch. Finde alle in der unteren Leiste dargestellten Gegenstände. Soll ich jetzt finden? Wo finde ich die denn? Also ich meine... Ach so. Ja, okay. Geht los. Ich rate gerade noch so ein bisschen vor mich hin. Den da. Das ist voll irritierend mit den Farben. Man sucht dann nach den Farben. Soll man aber nicht. Irgendeiner von denen ist es. Oder auch nicht. Ne? Den da auf jeden Fall auch. Ich suche die ganze Zeit so einen Tropfen. Und hier suche ich auch einen Tropfen. Also Tropfen mit so ein bisschen Strichen. Entschuldigung, meine Katze macht schon wieder Blödsinn. Gut, suche ich die Berge. Nein. Nein, nochmal. Bin ich jetzt Dovi? Aha, man kann das am Ende dann hier so... Kommen dann hier immer andere... Ach so, deswegen finde ich die nicht. Ich kann das immer ändern noch. Alles klar. Deswegen suche ich dann auch die ganze Zeit so blöd. Finde das gar nicht. Ja, dann ist klar. Den noch.
Jetzt das Ding mit den Wolken. Den. Wieder so mit den Bergen. Ist der hier? Ist der unter denen dabei? Oh. Ist immer so doof, wenn man hier unten auf diese Dinger klingt. Auf diese. Ja, wie nennt man das denn? Diese Ornamente, was auch immer. Puzzlestücke hier klicken will und dann geht man halt raus. Ihr wisst schon, was ich meine. Schön, ich habe einen Tropfen gefunden. Und die Wolken. Und jetzt suche ich so einen tollen Baum. Den Baum habe ich hier aber auch noch nicht so gesehen. Ich suche den Baum. Den Baum kann ich mir hier machen. What is this strange tree? It's sucking up the water. Is this the cause of my nation's drought? We must stop it at once. So, wir haben den Staudamm untersucht und sollen jetzt den Drachen besiegen. Ach, wir kriegen gar keine Aufgabe. Was ist das für ein Symbol? Warte, das kriegen wir raus. Er wird es nicht in seiner Nähe lassen, um nachzuschauen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. If only I could tie that dragon's mouth. Or even just his neck. Bitteschön. Oh, der Arme. Cedrics Schwert scheint ihn nicht zu beeindrucken. Was mache ich jetzt? Da mit dem Morgenstern draufkloppen, oder... Immer noch nicht? Hm. Das ist meine Chance. Dann doch. Here goes nothing. Cedric! Let us go! Eigentlich müsste sie ja tot sein, ne? Nach dem Sturz von da oben. Die Gnolle haben dir alles genommen. Die Gnolle? Wer sind denn die Gnolle? Wenigstens kann ich noch herumhüpfen. Hier muss es doch irgendetwas geben. Verschlossen. Ich brauche Werkzeug oder einen Hinweis, wie sich das Schloss öffnen lässt. Hier schaue ich mich genauer um, wenn ich einen Blick nach draußen geworfen habe. Ein Blick nach draußen? Das ist ein Schrank. Was haben wir hier? Besser, ich gebe es auf einen Lappen. Was? Tja. Whatever. So. Neue Aufgabe. Befreie dich selbst. Mach ich. Cool. Ich bin frei. Oh. How do you feel? It's me, Longhorn. I'm in disguise. I've made a sleeping potion for the gnolls so we can escape. But it needs some nuts. Could you find me some and add them in? Ja? Here's a spear I found. You might find it useful. I'll return when I can. Finde die fehlende Zutat für den Zaubertrank und setze die Gnolle außer Gefecht. Wahrscheinlich keine Chance. Vielleicht finde ich etwas, womit ich die Speerspitze abbrechen kann. Okay, dann muss ich wieder so Teile finden. Das ist ja krass. Sind wir hier von irgendwelchen Gnollen gefangen? Ich finde das Wort gut. Alles ist mit Teer bedeckt. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Dafür vielleicht dieser komische Lappen und so.
Ein Schleifstein. Bin hier im Moment noch so ein bisschen überfragt, was die hier von mir wollen. Kann ich den irgendwie... Nee. Und ich soll ja hier auch gerade die Sachen erstmal finden. Finde ich die denn einfach so? Oder muss ich dafür jetzt irgendwo... Kapiere ich gerade noch nicht so ganz. Machen wir das mal sauber. Die Zahlen haben mit Sicherheit eine Bedeutung. Ja, das auch noch. Ach, jetzt kann ich hier das alles hin und her packen. Ach, da ist so ein Symbol. Das. Aber wir haben ja, können wir ja gar nicht mehr benutzen. Der Korken steckt fest. Ich brauche ein Werkzeug, um ihn zu entfernen. Richtig, mit Öl kann man Teer entfernen. Also brauche ich jetzt erstmal wieder ein Werkzeug. Und ich kann die Sachen finden. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Wo finde ich denn hier jetzt gerade so eine Spitze? Ist hier hinten noch irgendwas? Gib mir mal einen Tipp, du Vogel. Kann ich damit die Spitze abbrechen? Ach so. It's working, just a little more... Was? Wieso ist denn das jetzt auf einmal auf Englisch? Egal. So, wir haben die Spitze. Aber das wollt ihr nicht. Vielleicht kann ich das schleifen hier. Ja, okay. So, jetzt habe ich hier eine ganz scharfe Spitze. Das wollt ihr aber nicht von mir. Damit geht das auch nicht auf. Vielleicht hier irgendwas machen mit? Nö. Nö. Als nächstes käme ja das Ding. Aber das mache ich dann mal im nächsten Part. Deswegen bin ich sowieso überfragt. Aber nein, die Zeit ist um. Sonst würde ich das jetzt hier schon noch weiter versuchen. Aber ist ein bisschen komisch, dass ich hier so viel machen muss erstmal, bevor ich die nächsten Teile finden kann. Hier käme nämlich auch der Korkenzieher, womit ich die Flasche öffnen kann. Aber ja, ne? Ja, schaue ich dann so mal. Was es hier noch zu tun gibt. Vielleicht kann ich ja... Ach so. Ah, okay. Ah, und jetzt haben wir auch das. Und dann kann ich bestimmt das und das und das und das. Und nee. Aber nee. Okay, ja, krieg ich hin. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.